Hallo liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten, da bin ich wieder und heute zeige ich euch eine Schinken-Käse-Sahne-Soße, die auch fälschlicherweise in Deutschland als Carbonara bezeichnet wird. Das hat aber mit Carbonara gar nichts zu tun, es ist tatsächlich nur eine Schinken-Käse-Sahne-Soße. So, das echte Carbonara findet ihr am Ende dieses Films, findet ihr einen Link und dann könnt ihr euch das echte Carbonara anschauen. So, ich habe hier eine Pfanne aufgesetzt, etwas Olivenöl, hitzebeständiges Olivenöl natürlich und habe hier Hinterkochschinken 200 Gramm geschnitten, eine kleine Zwiebel und weil ich es scharf mag, habe ich eine Peperoni rein, das müsst ihr natürlich nicht. So, und das Ganze wird jetzt ein bisschen bräunlich angeschmürgelt und jetzt könnt ihr das direkt, wenn das soweit ist, mit Sahne ablöschen. Ihr könnt aber auch noch eine kleine Dose Erbsenmörchen reingeben, je nachdem. Und dann könnt ihr eben Spaghetti machen, Fusilli oder Penne, wie das ganz, wie, was ihr euch, was euch am besten schmeckt halt. So, hier kommt nochmal das Rezept: 200 Gramm Kochschinken, eine kleine Zwiebel, ein Päckchen Sahne, eine Packung Schmelzkäse. Ganz wichtig, hier kommt Schmelzkäse rein und kein Gouda oder sonst irgendwas. Ihr müsst da Schmelzkäse für nehmen. Ja, und je nach Bedarf eben eine kleine Dose Erbsenmöhren und oder eine Peperoni. Das Ganze eventuell mit Pfeffer abschmecken und als Nudeln, wie schon gesagt, Spaghetti, Fusilli oder eben auch Penne nehmen. Oder auch jede andere Nudel, ganz wie euch beliebt. So, jetzt solltet ihr das Ganze ein bisschen einkochen lassen hier. Die Sahne mit den Speckstreifen und Würfeln da. Und dann kommen, ich nehme jetzt hier mal Fusilli. Vorher hatte ich schon mal mit Spaghetti und den Erbsenmörchen gemacht. Jetzt nehme ich mal Fusilli, um euch das zu zeigen. Nehmt ein paar da rein und dann auf der heißen Platte lassen. Das soll noch ein bisschen durchkochen. Das soll ja nicht kalt werden, das Gericht. Und dann könnt ihr auch alles dazugeben und durchrühren. Und ja, dann bin ich fertig. In diesem Sinne, guten Appetit.